Michael wollt in Club richtig tanzen gehen, doch erstmal musste er 3 Stunden Schlange stehen und am Ende der Schlange rief der Türsteher kalt: Du nicht, du bist zwar geil, aber zu alt. Und dann hörte man Michael vor der Dorfdisco schreien: Was denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Julius ging spazieren und traf ne Nazi-Gruppe. Er tickte total aus und vermöbelte die Truppe. Schon lag der Erste mit dem Gesicht im Schmutz, da riefen die anderen: Halt, wir sind vom Verfassungsschutz. Und dann hörte man Julius durch die Straßen schreien: Was denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Boris ist ein Mann, der ist zum Bleiben verdammt, darf die Stadt nicht verlassen, Befehl vom Arbeitsamt. Boris fragt warum und erhält folgende Erklärung: Wer arbeitslos ist, ist frei nur auf Bewährung. Und dann hörte man Boris durch das Arbeitsamt schreien: Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft! Diese Häufung kann doch kein Zufall sein. Hier und da und überall ein Scheißverein. Bin ich paranoid? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaub, wir leben im Land der Scheißvereine. Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Jetzt alle Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Noch lauter Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Yo, yo. Onkel am Schlagzeug und natürlich Marco McLean.